Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was kostet eigentlich so eine Reise, wie ihr sie gerade gemacht habt? Fragte mich ein Zuschauer. Nun bin ich nicht derjenige, der sich alles genau aufschreibt, aber mich hat das dann auch interessiert. Und so habe ich einmal versucht, das Ganze nachzuvollziehen. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne zu. Eventuell hast du ja die Filme über unsere Reise gesehen. Sie führte von Hamburg aus über Luxemburg nach Frankreich, ans Mittelmeer, an die Camargue und die Côte d'Azur. Wir waren insgesamt 5 Wochen im Oktober und November dieses Jahres unterwegs und sind 4500 Kilometer gefahren. Unser Fahrzeug ist ein Westfalia Club Joker auf VW T5 Basis mit einem 2-Liter Motor und 140 PS. Wer an die Kosten denkt, denkt oftmals zuerst an den Kraftstoff. Wir haben zwar noch einmal relativ günstig in Luxemburg getankt, aber meistens lag der Dieselpreis deutlich über 1,50. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 9 Litern auf 100 Kilometer kommen wir damit auf eine Summe von 615 Euro. Der zweite größere Posten waren die Übernachtungskosten. Teilweise haben wir zwar auch kostenlos auf Stellplätzen gestanden, aber eben auch längere Zeit auf relativ teuren Campingplätzen. Und die Preise hierfür können in der Hochsaison noch sehr viel höher liegen. Wer in Frankreich flott vorankommen will, der wählt die Autobahn. Die meisten Autobahnen sind jedoch nicht kostenlos. Allein für die Autobahnhinreise von Nancy bis kurz vor Nîmes wurden 65 Euro fällig. Und zweimal sind wir mit der Fähre über die Rhone gefahren. Insgesamt haben wir für Maut und Fähre 220 Euro ausgegeben. Das Kochen mit Gas hat uns schätzungsweise 20 Euro gekostet. Geheizt wird bei uns mit Diesel. Bei der Verpflegung sind die Ansprüche zu unterschiedlich, so dass ich hier keine Summe angebe. Wenn es warm war, gab es bei uns schon öfter mal Tomaten mit Mozzarella. Ab und zu sind wir in Frankreich aber auch essen gegangen, was mittags meistens günstiger ist als abends. Naja, das sieht doch ganz übersichtlich aus, werden viele von euch sagen. Es sind allerdings nicht die Gesamtkosten, die mit dieser Rechnung abgebildet werden. Die tatsächlichen Kosten für eine Reisemobilreise liegen leider sehr viel höher. Hierzu habe ich einen Blick in die ADAC-Betriebskostentabelle geworfen. Die kilometerbezogenen Betriebskosten für vergleichbare VW-Transportermodelle, Multivan und Caravelle werden hier mit 70 bis 90 Cent pro Kilometer angegeben. Und damit würden sich alleine die Betriebskosten für diese Reise auf 3.000 bis 4.000 Euro belaufen. Da mag so manche Pauschalreise günstiger sein. Trotzdem, das Reisen im Reisemobil ist einfach eine tolle Sache, aber eben keine billige. Ich sage Tschüss und bis bald!